Hi, ich bin Olga und ich möchte dir gerne dabei helfen, einen Wassermann kennenzulernen. Die Wassermänner, die suchen einen besten Freund, der immer sie umsorgt und immer für sie da ist, die ihm immer mit Rat und Tat zur Hilfe eilen und immer helfen. Die Wassermänner, die interessieren sich sehr viel und sehr facettenreich. Also da gibt es nichts, was sie nicht interessiert. Und die suchen nach diesen Informationen auf der ganzen Welt. Man sollte das natürlich unterstützen und auch ja, das Leben leicht sehen. Ja? Ich meine nicht im Sinne von in der Beziehung fremdgehen oder so, das gar nicht, sondern eher das, ja, man die Dinge einfach anders sieht. Zum Beispiel, wie wenn man die Wohnung einrichtet oder ja, einfach das Leben einfach sieht und nicht so natürlich auch ernst leben, aber ja, im Großen und Ganzen, diese Dinge sind für den Wassermann wichtig, dass man die nicht in welchen, ja, in welche Rahmen einspannt und dass sie dann unflexibel darauf reagieren können. Nein, eher wie gesagt, die Welt mit einem anderen Augen sehen. Wenn ihr schon lange in der Beziehung drin seid, dann solltet ihr auf jeden Fall, wenn ihr schon weitergehen wollt und zum Beispiel zusammenziehen möchtet oder wenn es noch weitergeht, irgendwie heiraten, Kinder. Es reicht vollkommen, wenn ihr das einmal erwähnt, weil dieses Zeichen ist, ja, der läuft uns sonst schnell weg. Also der ist so intelligent, er wird das verstehen, was für euch wichtig ist und wird es auch speichert und er wird es euch sagen, wenn es für ihn der Zeitpunkt gekommen ist, dass es ja, so weit ist, dass es jetzt passt. Wie gesagt, so wie zusammenziehen oder so, das sollte alles von ihm selber auskommen. Wenn ihr euch auch gerade kennengelernt habt und merkt, okay, er fehlt euch, diese Zeit, die ihr gerade nicht zusammen verbringt, das fehlt euch, ihr möchtet gerne näher an dem Partner irgendwie sein, wie gesagt, vielleicht zusammenziehen, mehr Zeit miteinander verbringen. Ja, lasst euch da mehr ein bisschen Raum in dem Ding. Er wird es selber merken, wenn ihr ihm wichtig seid. Dann wird er das von alleine euch sagen oder euch deuten, dass es soweit ist, dass man vielleicht auch mehr Zeit miteinander verbringen sollte, weil er dann merkt, okay, die Person interessiert sich für mich doch gar nicht so, wie ich gedacht habe. Da muss ich mir ein bisschen Mühe geben. Dann gebe ich Gas und frage sie mal. So ungefähr funktioniert das, ja. Also die Welt mit Leichtigkeit begutachten, ja. Und so funktioniert das bei dem. Der ist da sehr einfach gestrickt. Aber damit kommt natürlich nicht jeder klar. Jeder möchte gleich von vornherein wissen, was Sache ist, wie das Leben strukturiert sein muss. Wenn du natürlich der Typ bist, dann bist du einfach beim Wassermann einfach falsch. Das sollte man auch wissen. Für Wassermann ist die Mama sehr wichtig. Das ist, wie sie die Dinge sieht. Und ja, meistens werden die sehr, ja, so aufgezogen, dass die Person sehr viele Freiheiten genießen durfte und das sollte man auch ruhig so ja genauso machen, wie die Mama das gemacht hat, wenn man sich natürlich schon länger vorab kennt. Ja, das sind so Dinge, die über Wassermänner ich gerade zu sagen habt. Wenn ihr noch mehr was
was Wissenwertes zu schreiben habt, macht das bitte in die Kommentare, damit vielleicht noch andere von zehren können und wenn sie sich in einen Wassermann verguckt haben und gerne wissen möchten, was und wieso, was man da beachten kann, macht das mal. Und ich wünsche ich euch noch einen schönen Tag.